Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 92 vom Kerbal Space Programm. Gut, gehen wir hoch zu unserem Rescue Ruck V2. Gehen wir da rein, gucken mal rum. So, wir hatten letztes Mal eine Annäherung wieder versucht. Schauen wir mal, wo wir da sind. Also, wir sind da rechts. Da ist der Mund. Hier war 115. Kerbin, warte mal, Kerbin 115, 809. Wo ist denn, ach so, wir haben ihn nicht als Ziel ausgewählt, deswegen können wir das auch nicht sehen. So, das war jetzt irgendwas falsch. Set as Target, ne, jetzt passt's. So, das ist ja der Dunford. Und da sind wir wohl. Hier, Kerbin per Apsis, okay, 112. Und hier 113. Das ist ja jetzt ziemlich genau passend, ne? So, er fliegt von uns weg. Super. Und wir haben die 2227, 2226,9. Auch schön. Das heißt, wir haben hier eine Distanz, ist klar. Da hinten aber nicht. Das bedeutet, wir müssten eigentlich da hinten wieder einen Dingenspunkt setzen, um hier die Korrektur vornehmen zu können. Machen wir gerade ein Stück weiter. Wollen wir noch ein bisschen schneller. Abstand wächst. Add Manöver. So, und da gehe ich mal von aus, dass wir. Warum steht da dreimal Kerbin, ey? Das ist voll doof. Das sind wir. Wir haben 112 und das ist 113, ist der Kollege. So, und wir müssen jetzt was verändern. 112. Oh oh, ich weiß auch nicht, da müssen wir jetzt mal reinzoomen und gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Ja, das ist voll doof, ne? Da ist das jetzt. 112. 100. Ah ja, 113. Warte mal, das ist R 113, 274, da sind wir 100. Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen, ne? Nee, das war auf jeden Fall zu viel. So, 117, 113. Was jetzt wieder passiert? 118 ist zu viel. So, jetzt mal gucken. 117 ist zu viel. Und das ist 115. Das ist also auch noch zu viel. 111. 115, 113. 114. Und wir sind da und hier ist es alles passend rundweg. Gut. Navigation hier anmachen.
Und wir müssen den blauen Punkt suchen. Da ist er schon. Gut. Das heißt, in 7 Minuten wäre es soweit. Aber wir beschleunigen die ganze Geschichte natürlich mal. Und so lange will ja keiner von uns warten, oder? 2, 1, gut. 30 Sekunden und dann müssen wir einmal Schub geben, ne? X in der Hand. Ich glaube, wir müssten noch mal einmal kurze Korrektur machen, ne? Das war zu viel des Guten, ne? Ne, passt noch. Gut, dann 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Den Punkt weg. Nochmal gucken. Reinzoomen. Das ist unser 115, 908. Das ist ein 100 Meter Unterschied da. Und da sind es 1000 Unterschied. Aber wir müssen ja näher rankommen. Und die Distanz wächst. Okay. Und die Distanz wächst. Wessen Größe ist jetzt zuerst zu sehen? Das ist die Frage, ne? Also wir haben die 114 wohl. Und wird's weniger? Nö, es wird mehr. Warum wird das mehr? Gute Frage, ne? Ne, jetzt wird's weniger. Okay. Jetzt schrumpft die Distanz. Ist ja auch gut so. Machen wir mal ruhig schneller, weil das wird wohl eine ganze Weile dauern, bis das hier in der passenden Entfernung ist, ne? 19 Kilometer. 18. 17. Interessant. Wie das gerade hier aussieht, ne? 15, 14, 13, 12. Okay. Jetzt wird es gerade ein bisschen größer, ist aber nicht schlimm. Das heißt, wenn wir noch einmal rum sind, müsste die Distanz irgendwo bei 5000 liegen, ne? Das heißt, in der nächsten Runde sollten wir eine Angleichung machen, eigentlich. Würde ich mal sagen, ne? 8000, 7000, genau so ist es. Das heißt, wir machen mal langsamer, gehen mal aus der Ansicht raus. Ne, da müssen wir noch eine ganze Ecke weiter gerade fliegen, damit wir da besser an unseren Punkt rankommen. So, welche Entfernung haben wir jetzt hier? 5000. Das heißt, wir müssen hier auf 13 kriegen, ne? Und hier haben wir jetzt 15.000. Ich glaube, das ist gut. So, da unten müssen wir wieder uns zum Blauen hin bewegen. Da ist er. Kurz an. Und dann haben wir wieder 7 Minuten, das ist ja interessant. Dann verkürzen wir natürlich schnell. 5,
4, 3, 2, 1. Ich mach mal lieber, jetzt schon mal langsamer. Dass ich das nicht verpasse. Und wir müssen, sehe ich gerade, auch noch ein bisschen korrigieren. So. Und das sind nur 0,7 Meter die Sekunde. Das heißt, ich muss ganz wenig nur machen. Aber wir müssen noch ein bisschen aufholen mit der Zeit. So, 20 Sekunden ist gut. Und 17, 16, 15. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Shit, viel zu viel. Wie viel ist das bei ihm? Obwohl, das geht noch. Da können wir, glaube ich, noch mit leben. So, zoomen wir mal wieder ran. 5000. Ah, es wird minimal weniger. Sieht auch verdammt gut aus eigentlich, ne? So, mal ein bisschen schneller. 70 wird mehr. Aber jetzt wird es weniger. Okay. Vier, acht. Fünf, okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht hier. Und das ruckt gerade mal irgendwie so 1000 Meter, ruckt das daran oder so, ne? Jetzt wird's gerade, glaube ich, wieder ein bisschen mehr, oder? Nee, noch nicht mal. Irgendwann da steht's still. Okay, weiter gucken. 3700 nimmt gerade zu. Ist aber hier irgendwo nur so ein bisschen, ne? Dann nimmt gleich wieder ab. Jetzt haben wir, glaube ich, das erreicht, dass es wieder abnimmt, genau. Okay. Ja, wie ist der Abstand? 3.300 Meter. Zwei neun. Zwei sieben. Zwei sechs. Zwei fünf. Bei 2000 sind wir gleich. 2,5. Jetzt nimmt es ein bisschen zu. Und hier kommt es gleich wieder zum Stillstand. Jetzt. Und jetzt nimmt es wieder ab. So, bei 1500 kommen wir dann raus in der nächsten Runde, glaube ich, ne? So. 1900, ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal langsamer werden. Damit das gut klappt. 1600, 1500. Wenn ich jetzt das wegmache und das angucke, dann sehe ich, da ist er. 1,6 Kilometer. Ja, okay. Einfacher Zeit mal. So, wir sind ja schon ziemlich nah dran, ne? 1500 Meter, das ist nicht viel. Das kann man schon ganz gut sehen. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.